Jahre und ein, ja, genau, lass dich fallen, lass dich gehen, das ist ja kein Problem. Hallöchen, heute gibt es den zweiten Teil der Bookshelf-Tour und zwar geht es diesmal um dieses Regal. Das ist das Regal mit meinen Thrillern, die sind auch alle gelesen. Ich habe gerade gezählt, 157 Bücher. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken und los geht's, ne? So, fangen wir mal ganz unten an. Hier wie immer erstmal ein kurzer Eindruck, was alles hier so steht und jetzt gehen wir weiter ins Detail. Das erste Buch, was ich hier habe, ist von John Katzenbach, nämlich Der Patient. Und da geht es darum, dass ein Psychiater einen Brief von einem, ja, psychisch Kranken bekommt. Rumpelstilzchen nennt er sich und er hat 15 Tage Zeit herauszufinden, wer dieses Rumpelstilzchen eigentlich ist. Ansonsten tötet er seine Familie. Ich bin ja nicht so, zumindest noch nicht, der Riesenfan von John Katzenbach. Deswegen fand ich es so mittelmäßig. Ich weiß aber, dass viele Leute John Katzenbach lieben. Ja. Das ja, ist meine Meinung zu John Katzenbach bis jetzt. Habe ich hier vier bzw. fünf Bücher von Jane Hoffman, nämlich Cupido, Morpheus und Argus. Das ist eine Trilogie. Und da geht es um den sogenannten Cupido-Killer, der natürlich furchtbar ist und der von diesen Agenten gefangen werden soll. Es ist wie so ein Albtraum von jedem Menschen. Du kommst nach Hause, du fühlst dich eigentlich sicher, weil es sind ja deine eigenen vier Wände, aber irgendwie merkst du, es ist was anders. Und so ist es halt bei einer der Hauptfiguren dieser Reihe. Ich habe den dritten Teil vor noch gar nicht so langer Zeit gelesen und ich muss sagen, diese Reihe hat es echt in sich. Es gibt zwar auch viele Gerichtsverhandlungen, weil die Autorin halt früher Staatsanwältin war und diesen gerichtlichen Teil, also diesen ganzen Jurateil, sehr beleuchtet, aber es sind mega gute Thriller. Dann ist da noch Vater Unser, das ist ein alleinstehender Thriller von Jane Hoffman und da geht es darum, dass ein Psychiater verrückt wird, sage ich mal, und seine Familie umbringt und alle wollen natürlich rausfinden, was da irgendwie los ist und ob schon länger sowas in ihm schlummert. Und eine der Ermittlerinnen wird dann quasi auch gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Und es ist sehr, sehr spannend geschrieben. Aber auch hier ist wieder dieser ganze Jura-Teil sehr groß mit dabei. Also falls du sowas nicht magst, dann ist Jane Hoffman vielleicht nichts für dich. Ich finde sie großartig. Und das letzte Buch, was ich hier von Jane Hoffman habe, ist Mädchenfänger. Da geht es um die 13-jährige Lainey, die, ja, ich sag mal, in einem Chat von jemandem dazu überredet wird, sich mit ihr zu treffen. Beziehungsweise mit ihm. Und sie verschwindet daraufhin. Und zuerst denken alle, dass sie einfach nur weggelaufen ist, weil ihre große Schwester das damals getan hat. Aber im Endeffekt kommen sie dann doch dahinter, dass ihr was passiert sein muss. Und was es dann ist, erfährt man natürlich, wenn man das Buch liest. Es ist sehr, sehr spannend geschrieben und ich finde auch, dass es eins der besten von Jane Hoffman ist. Zumindest von denen, die ich kenne. So, eine meiner Lieblingsautorinnen, was Thriller angeht, ist ja J.B. Stevens, habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. In diesen vier Büchern, die alle für sich allein stehen, also man muss keine Reihenfolge beachten, geht es um verschiedenste Dinge. Und hier fehlt ein Buch, das möchte ich gleich mal sagen, nämlich Still Missing. Und Still Missing ist für mich auch das krasseste Buch von ihr. Ich erzähle jetzt einfach, worum es geht, auch wenn das hier nicht steht. Ich blende das hier mit ein, das kann ich ja jetzt. In Still Missing geht es um eine Immobilienmaklerin, die entführt wird am helllichten Tage und von da an bei ihrem Entführer lebt und es geht um ihr ganzes Martyrium, was ihr dort widerfährt. Und man erfährt das Buch aber aus ihrer Sicht und zwar nachdem sie gerettet wurde, beziehungsweise sich selbst gerettet hat. Das heißt, man rollt diese Geschichte von hinten auf und es ist so unfassbar gut geschrieben und obwohl es so eine schreckliche Geschichte ist, auch mit einer ordentlichen Portion Humor, also J.B. Stevens ist echt eine Meisterin der Worte. Dann habe ich hier Never Knowing von ihr. Da geht es darum, dass die Hauptfigur eine kleine Tochter hat. Und die Hauptfigur hat als Vater einen Serienmörder. Und sie will natürlich nicht, dass sie was mit dem zu tun hat oder dass ihre Tochter was damit zu tun hat, denn sie hat Angst vor dem. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie sich dieser Serienmörder quasi wieder versucht, in ihr Leben einzuschleichen und was sie für eine Angst hat. Deswegen heißt es auch Never Knowing, endlose Angst. Und es ist auch mega krass. In Blick in die Angst geht es um eine Psychiaterin, die eine Frau betreut, die aus einer Sekte geflohen ist. Und es ist so, dass diese Psychiaterin selbst mal Teil dieser Sekte war und sich so ein bisschen ihrer Vergangenheit stellen muss. Und ich fand dieses Buch so interessant, weil ich auch Sekten interessant finde. Es hört sich jetzt vielleicht komplett bescheuert an, vielleicht verstehst du aber, was ich meine. Weil ich finde es so sowas von faszinierend, wie krass man Menschen manipulieren kann. Und darum geht es auch sehr, sehr stark in diesem Buch. Und das ist, was soll ich sagen, das ist J.B. Stevens, ich liebe sie. In That Night, Schuldig für immer, geht es um ein Mädchen, die ins Gefängnis kommt, weil sie angeblich ihre Schwester umgebracht haben soll. Und als sie dann endlich aus dem Gefängnis entlassen wird, ist es so, dass sie sich natürlich dieser Vergangenheit irgendwie stellen muss und eigentlich nur ein normales Leben führen will. Und sie weiß natürlich, dass sie unschuldig ist.
Und diese Vergangenheit holt sie aber ein. Und man erfährt diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, sage ich mal. Also vor allem auch aus verschiedenen Zeitfenstern, nämlich aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Ja, ich wollte gerade sagen aus der Zukunft, aber das stimmt natürlich nicht. Aber es ist mega spannend, aber nicht ihr bestes Buch. Also wenn du dich für ein Buch von Shavi Stevens entscheiden musst, dann nimm ein anderes. Aber das ist auch gut. Wenn du dann voll drin bist in dem Shavi Stevens Fangirl oder Fanboy-Modus, dann kauf dir auch das. In Those Girls, was dich nicht tötet von Shavi Stevens, geht es um drei Geschwister, drei Mädels, die von ihrem Vater fliehen, sage ich mal, weil sie dort Gewalt erfahren und es ist alles furchtbar und sie wollen eigentlich nur in ein besseres Leben. Und es wird aber alles viel furchtbarer, als sie sich jemals ausmalen können, weil sie auf ein paar Typen stoßen, die ihnen Grausames antun. Und die Hälfte des Buches ist aus der Vergangenheit geschrieben, also von dieser Farm und von ihrer Flucht und wie das, was halt da alles so passiert. Und die andere Hälfte des Buches ist aus der Sicht von der Tochter von einem der Mädels erzählt, also Jahre später, weil diese Vergangenheit, wie sollte es auch anders sein, sie halt wieder einholt. Und es ist wirklich so spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Oh mein Gott. Eine weitere Autorin, die ich über alles liebe und die viel bekannter sein sollte, ist Linda Castillo. Es ist eine Reihe, also du siehst hier ja 7 Bücher. Das ist eine Reihe, wo ich auch empfehlen würde, die Reihenfolge zu beachten. Klar kann man auch unabhängig voneinander lesen, aber bestimmte Dinge von den Hauptcharakteren her entwickeln sich halt mit der Zeit. Deswegen würde ich schon die Reihenfolge beachten. Das erste Buch ist auf jeden Fall Die Zahlen der Toten. Und die Besonderheit an diesen Thrillern ist, dass es geht um Kate, die Polizeichefin in diesem kleinen Dorf da, die selbst mal bei den Amish People gelebt hat. So, und diese ganzen Fälle, die dort passieren, drehen sich eben rund um die Amish People. Also die Menschen, die halt quasi noch sehr traditionell leben, ohne Strom und ohne richtige Medikamente, sage ich jetzt mal auch einfach. Und es ist sehr, sehr cool, weil man eben auch mehr über diese Amish People lernt. Außerdem muss Kate sich immer wieder ihrer Vergangenheit stellen und sie ist eben aus diesem Lebenskreis, sage ich mal, ausgetreten, was halt nicht alle gut finden, weil ihr damals was ziemlich Schlimmes passiert ist. Und diese Bücher haben einen ganz besonderen Charme, finde ich. Und wenn du mal was anderes lesen willst, was nicht so diese typische Thriller-Handlung hat, sage ich mal, sondern irgendwie noch so dieses gewisse Etwas, dann kann ich dir Linda Castillo ans Herz legen. So, dann habe ich hier Erebos und Seculum von Ursula Poznanski. Selbstverständlich auch eine unfassbar gute Autorin. In Erebos geht es um ein, ich sag mal, virtuelles Spiel, was ziemlich aus dem Ruder läuft. Denn es bleibt nicht nur ein virtuelles Spiel, sondern dieses Spiel gibt einem Befehle, die man im echten Leben ausführen muss. Und das sind halt nicht so nette Sachen teilweise, sage ich mal. Und ich finde das total spannend, weil das einfach ein Thema beschreibt, was in der heutigen Zeit wirklich präsent ist. Also es ist einfach sowas, was dich das Internet machen lässt für verrückte Sachen und für strafbare Sachen auch einfach. Und es ist so gut geschrieben und es ist einfach, diese ganze Stimmung in diesem Buch ist so zum Zerreißen gespannt, sage ich mal. Es ist wirklich großartig. In Säkulum geht es auch um ein Spiel, aber um so ein Rollenspiel, sage ich mal, was im Wald stattfinden soll. Und die ganzen Freunde, die da mitmachen wollen, die spazieren da halt in ihren Wald rein und wollen eigentlich nur ihr Rollenspiel da durchziehen, aber dann passiert was Schreckliches. Und ist ja klar, ne? Natürlich passiert was Schreckliches, ja auch ein Thriller. Das sind halt beides Jugendthriller. Also ist es auch was, wenn du nicht so auf diese blutigen, super, mega, krass, gruseligen Bücher stehst, dann sind diese beiden was für dich. Sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Ich muss ja gestehen, dass ich mich hier vor allem in das Cover verliebt habe. Aber auch die Geschichte hat sich gut angehört und es hat mich nicht enttäuscht. So, wir sind gleich fertig mit dem ersten Regal. Ich habe hier 2 Bücher von Sabine Thiesler, nämlich Den Kindersammler und Hexenkind. Der Kindersammler ist ein Buch, der meine Schwester wahrscheinlich niemals wieder ruhig schlafen lässt. Sie hat davon immer noch Albträume. Es geht im Endeffekt darum, dass ein Junge entführt wird und nach ihm gesucht wird. Die Bücher von Sabine Thiesler spielen immer in der Toskana, was halt so ein bisschen so diesen Urlaubsflair irgendwie übermittelt. Das lieben ja total viele. Und sie hat auch einen sehr besonderen Schreibstil. Und ich finde, dass sie auch außergewöhnliche Geschichten schreibt. Und Der Kindersammler ist sehr zu empfehlen. Beim Hexenkind ist es so, dass es um einen Jungen oder Mann, wie auch immer man es so sagen möchte, geht, der schwachsinnig ist.
und der die Geschichte so ein bisschen aus seiner Sicht beschreibt. Denn es passieren natürlich auch dort schreckliche Dinge. Und er wird aber auch so ein bisschen dazu gebracht. Also er ist nicht einfach von Natur aus böse, sondern ihm werden eigentlich vor allem Sachen immer unterstellt. Und ich fand es eine sehr interessante Erzählperspektive. Deswegen ist Hexenkind auch zu empfehlen. So, dann haben wir hier einen ziemlich besonderen Autor, nämlich Robert Gregory Brown. Auch der sollte viel bekannter sein. Diese Geschichten von ihm haben immer so ein bisschen so einen übersinnlichen Touch, was ich normalerweise nicht so gerne mag, aber in seinen Geschichten mag ich es sehr gerne. Das hat mir meine Freundin Niki mal empfohlen. Also nicht die beiden, sondern ein anderes, das kommt weiter oben. Es geht nämlich einmal um Paranoia, hör auf ihre Stimme. Da geht es um einen Psychologen, der eine Frau zu sich in die Praxis geschickt bekommt, der seiner Frau, die vor einem Jahr ermordet wurde, zum Verwechseln ähnlich sieht. Und er denkt halt die ganze Zeit, was ist denn das jetzt hier für ein komischer Zufall? Und natürlich steckt da mehr dahinter. Sehr, sehr, sehr gut. Und in Devil's Kiss, die bleiben 48 Stunden, geht es darum, dass die Tochter von einem Spezialermittler entführt wird, was ja so ziemlich der Albtraum von jedem Elternteil ist. Und zwar von einem Terroristen. Und dieser Terrorist will eigentlich nur sehen, wie sich dieser Spezialermittler quält. Und auch hier spielen dann aber wieder so ein paar, ich sag mal, übersinnliche Sachen eine Rolle. Auch das ist sehr, sehr spannend geschrieben. Aber mein Liebstes von ihm kommt ein Regal weiter oben. So, mal wieder erstmal kurz der Überblick. Das sind die Schätzchen, die hier stehen. Und es geht jetzt mal los. Zwei Bücher, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich die Autorin sehr gerne mag und die auch mal persönlich getroffen habe, als sie noch ein Kind war, ist Sabine Ludwig, nämlich einmal Painting Marlene und einmal Am Ende der Treppe hinter der Tür. Es sind zwei Jugendthriller, die schreibt sonst auch Kinderbücher, die sind sehr, sehr süß, zeige ich mal irgendwann anders. In Painting Marlene geht es um ein Mädchen, was nach dem Tod ihres Vaters in das Atelier ihres Vaters zieht und sie denkt langsam, sie wird irgendwie verrückt, weil es gibt dort ein Bild, was sich irgendwie verändert. Und als sie dann dahinter kommt, wer für diese Veränderung verantwortlich ist, ist es schon fast zu spät. Ne? Sehr geheimnisvoll, sehr cool geschrieben. Wie gesagt, Jugendthriller ist also nicht so super krass gruselig, ist also auch was für Einsteiger, sage ich mal. Und dann Am Ende der Treppe hinter der Tür, da geht es um ein Mädel, was zufällig und aus Versehen und es eigentlich gar nicht wollte, Zeugin eines Mordes wird, aber sie hört es nur, also sie sieht es nicht. Und darum geht es halt in dieser Geschichte, dass sie eben ja, damit nicht wirklich leben kann. Und dieser Mord natürlich auch irgendwie aufgeklärt werden muss. Dann habe ich hier Töte mich von John Osborne. Das Buch ist schon eine ganze Weile in meinem Besitz. Ich habe mir gerade noch meinen Klappentext durchgelesen und mich jetzt auch mal daran erinnert, worum es geht. Auf jeden Fall wird es auch von Karen Slaughter und Cody McFadyen total empfohlen. Es geht darum, dass der Killer in diesem Buch der beste Killer und der krasseste und brutalste von allen werden will, ist ja klar. Und die andere Hauptfigur in dieser Geschichte, sage ich mal, ist eine FBI-Agentin, die eben in, ja, vor einer Leiche von diesem Killer quasi steht. Und in diesen Leichen sind Buchstaben versteckt, die ihren Namen ergeben. Das heißt, er hat es eigentlich auf sie abgesehen. Und dieses Buch war echt cool. War echt mega gut geschrieben. Aber ziemlich brutal. So, die nächsten vier Bücher sind einmal Bitterherz von Ulrike Bliefert. Da geht es um ein Mädchen und ihre Freundin. Die Freundin verschwindet und keiner weiß so richtig wohin und natürlich machen sich alle Sorgen. Und diese Freundin wird quasi entführt und weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, was passiert ist. Und im Laufe der Geschichte findet man das natürlich raus. Dann haben wir Mädchen Nummer 6 von Kate Brady. Das ist so eine, ja, so eine typische Thriller-Ausgangssituation, sage ich mal, ein Mörder und die FBI-Agentin kommt dann selbst in Gefahr. War aber ganz cool geschrieben und das Buch fasst sich voll cool an, das ist so rau. Naja, und dann haben wir noch Schnitt von Marc Rabe. In Schnitt geht es darum, dass ein Junge einen Mord sieht und 30 Jahre lang diesen Mord verdrängt. Und als aber dann 30 Jahre später seine Freundin in Gefahr ist, sage ich mal, muss er sich zwanghaft daran erinnern, also sich seiner Vergangenheit stellen. Auch sehr, sehr gut geschrieben, Marc Rabe. Ist jemand, von dem ich noch mehr lesen will. Dann habe ich hier noch einen Jugendthriller, Raum 213, Harmlose Hölle von Amy Crossing. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr, ich weiß, dass ich es gelesen habe, aber es ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, was ja schon mal nichts Gutes ist. Es geht auf jeden Fall darum, dass es eben diesen Raum 213 gibt und wer den betritt und dort ein bisschen Zeit verbringt, der ist nie mal so, wie er war. Und dann geht es noch um den Mord. Und es ist halt alles so ein bisschen Highschool-mäßig. Hier sind vier andere Bücher. Einmal Totentänze von mehreren Autoren und Autorinnen. Das sind so Kurzgeschichten, also so kurze Jugendthriller. Das habe ich damals nur gekauft, weil ich Christina Kuhn so gefeiert habe. Cover ist halt auch schön, ne? Ja, war ganz cool für einen Urlaub. Also wenn du vielleicht in Sommerurlaub fährst und eher so kurze Geschichten lesen willst, ja,
war ganz nett. Dann Todd Stresser alias Morton Rue, den ich ja über alles liebe. Dying for Beauty, da geht es darum, ja, so ein bisschen Cybermobbing und Cyberbedrohung oder wie auch immer man das nennen will, ist ein Thriller. Also ist nicht so wie viele andere seiner Bücher, dass es auf irgendwie, ich sag mal, wahren Begebenheiten irgendwie beruht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Dann habe ich hier Cruel von Greg Olsen. Das habe ich auch vor Jahren, keine Ahnung, ist bestimmt 6 Jahre her oder so, gekauft. Da geht es darum, dass ein Mädchen bei einem Feuer, sage ich mal, ihre Familie verliert. Und ein paar Jahre später, also nicht nur ein paar Jahre später, 20 Jahre später, also ist sie selber Mutter, ist CSI-Detective und hat das eigentlich soweit versucht zu verarbeiten, sage ich mal. Und eines Tages wird ihr aber ein verkohltes Paar Kinderschuhe geschickt und deswegen muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Man merkt hier bestimmte Geschichtenmuster, sagt man das so. Ich weiß nicht mehr alles, was passiert, aber so ein paar Geschichtsfetzen, sage ich mal, kommen mir wieder ins Gedächtnis. War ganz nett geschrieben, ist auch relativ dünn, kann man sehr schnell durchlesen. So, und hier ist mein liebstes Buch von Robert Gregory Brown, nämlich Der Seelenjäger. Da geht es um eine FBI-Agentin, die einen Jungen quasi als einzigen Zeugen für eine Tat hat. Und dieser Junge kann sich aber bewusst nicht mehr daran erinnern. Deswegen hypnotisieren sie ihn und kommen hinter ziemlich erschreckende Sachen. Und da geht es so ein bisschen um Seelenreise, sage ich mal, um Zeitreise auch so ein bisschen. Wie gesagt, so ein bisschen übersinnlich ist es mit dabei. Und das war so, so cool. Das muss ich unbedingt nochmal lesen. Das ist ein gebrauchtes Mängelexemplar. Hat mir, wie gesagt, meine Freundin mal empfohlen. Und ich glaube, man kann das neu nicht mehr kaufen, aber bei Medimops oder so bestimmt. Ist echt mega. So, dann haben wir hier zum Beispiel Death Book von Andreas Winkelmann. Da geht es darum, dass die Lieblingsnichte der Hauptfigur sich angeblich umgebracht haben soll. Das kann die Hauptfigur aber sich nicht vorstellen. Und fängt deswegen an, so ein bisschen auf eigene Faust zu ermitteln. Und stößt dann auf ihrem PC darauf, dass sie eben irgendwie von diesem Death Book, sag ich mal, so ein bisschen verfolgt wurde. Und dass sie zu Dingen gezwungen wurde und ihr Angst eingejagt wurde. Und das ist auch alles so in dieser Cyberwelt, ja. Es ist mega cool und war super spannend. Dann habe ich hier Ich bin kein Serienkiller von Dan Wells. Ich weiß, dass das viele feiern. Mir hat es leider überhaupt nicht gefallen, weil da auch so, ich sag mal, Monsterelemente mit reinkommen. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Deswegen will ich dazu auch nicht mehr sagen. Dann ist hier von Sam Krister das Stonehenge-Ritual. Das spielt, wie man schon am Titel sich vermutlich denken kann, eben beim Stonehenge. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die eben auch so diese kulturellen Dinge von dieser Gegend mit beinhaltet. War mega, mega cool und auch mal was anderes. Und dann habe ich hier noch Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann wurde dieses Buch ja auch verfilmt. Und es geht darum, dass die Hauptfigur immer wieder, wenn sie schläft, ihr Gedächtnis verliert. Sie kann sich nicht daran erinnern, was den Tag davor passiert ist, wer sie eigentlich genau ist, wer ihr Mann ist. Und sie kommt aber dahinter, dass irgendwas in ihrem Leben nicht stimmt. Und sie fängt an, sich Notizen zu machen, um quasi ihr eigenes Leben so ein bisschen aufzuklären. Ist sehr spannend geschrieben, finde ich. Also war schon ganz cool. Wurde ja auch krass gehypt. Und lohnt sich auf jeden Fall. So, hier ist auch ein Autor, den ich sehr gerne mag, Linwood Barclay. Der schreibt sehr spannende Geschichten, die eben nicht unbedingt so einen blutigen Touch haben. Also, wie gesagt, wenn du sowas nicht magst, das ist wirklich eher mehr so dieses Psychospiel, finde ich. Das sind alles unabhängige Bücher. Also, was heißt unabhängige Bücher? Kannst du ja so nicht sagen, aber die Geschichten sind unabhängig voneinander. In Ohne ein Wort geht es darum, dass sich die 14-jährige Cynthia wünscht, dass ihre Familie verschwindet. Also, so wie man sich das halt als pubertierendes Mädel mal so wünscht. Und leider passiert es wirklich. Und erst 25 Jahre später findet sie nach und nach raus, was passiert ist. Sehr, sehr spannend. Es sind so richtige Page-Turner, ja, da kannst du einfach nicht mehr aufhören zu lesen. In dem Buch In Todesangst geht es darum, dass ein Mädchen verschwindet und ihr Vater macht sich auf die Suche nach ihr. Sie hatte einen Ferienjob in einem Hotel und als der Vater zu dem Hotel fährt, ist es so, dass alle dort behaupten, dieses Mädchen nie gesehen zu haben. Und er macht sich aber trotzdem auf die Suche. Also was heißt trotzdem? Natürlich macht er sich auf die Suche, ist ja schließlich seine Tochter. Und auch hier, absoluter Page-Turner. Viel mehr kann ich über die Geschichte nicht verraten, sonst spoilere ich vielleicht aus Versehen. In dem Tode nah geht es darum, dass ein 17-Jähriger den Mord an den Eltern seines besten Freundes, glaube ich, mit ansieht
Und dann gerät er auch in Verdacht, dass er damit was zu tun hat. So ist es ja leider immer, ne? Sobald er was weiß, hängst du halt irgendwie mit drin in der Scheiße. Und sein Vater möchte dann aber irgendwie natürlich ihn da rausboxen und fängt dann an, so ein bisschen herauszufinden, was da los war. Und gerät an so ein paar Geheimnisse, die seine Frau betreffen und fragt sich dann, wie gut er sie eigentlich kennt. Auch hier, ne, weißt du Bescheid, Schätzelein, Paige Turner. Hier in Weil ich euch liebte... In Weil ich euch liebte geht es um eine ziemlich tragische Geschichte, nämlich darum, dass die Frau von der Hauptfigur stirbt bei einem Unfall und sie soll betrunken gefahren sein. Und es kommen aber immer mehr Sachen so, die passieren, nämlich dass zum Beispiel die beste Freundin irgendwie ertrinkt und so. Das sind alles so Sachen, wo die Hauptfigur denkt, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und dann, fängt er natürlich an zu ermitteln, so wie es immer ist bei Linwood Barclay. Das fand ich, glaube ich, eher schwächer, aber es war trotzdem gut. In Kein Entkommen geht es darum, dass eine Familie mit dem kleinen Sohn in so einen Freizeitpark fahren und der Kleine verschwindet. So, und dann ist es natürlich so, sie suchen ihn, bliblablub, so wie es halt dann ist. Und auf den Videos von diesen Überwachungskameras dort kann man aber die Frau von ihm nicht sehen, sondern nur ihn und seinen Sohn. Und er gerät halt in Verdacht und muss beweisen, dass er halt damit nichts zu tun hat und gleichzeitig seinen Sohn irgendwie wiederfinden. Natürlich auch sehr spannend. So, und die letzten Bücher in diesem Regal ist einmal zum Beispiel Allerliebste Schwester von Wiebke Lorenz. Ich liebe ja Wiebke Lorenz. In dieser Geschichte geht es um Zwillingsschwestern, die eine stirbt und die andere ist natürlich traurig, ist ja ganz klar, und heiratet aber später den Ex-Mann ihrer Schwester, was halt schon mega komisch ist. Und immer wieder kriegt sie so eine Art, ja, Erscheinungen, sage ich mal, von ihrer toten Schwester, die ihr sagt, was falsch und was richtig ist. Und sie hat das Gefühl, dass sie langsam verrückt wird und sieht es so ein bisschen als Strafe, weil sie halt den Mann geheiratet hat. Und da geht es auch wieder so um dieses ganze Psychospielchen im Kopf. Und das ist so gut geschrieben einfach. So, Schattenfreundin von Christine Drews ist ein Mängelexemplar, was ich mir mal gekauft habe, als ich irgendwo am Bahnhof war und Langeweile hatte. Habe ich nicht bereut. Ist eine ganz coole Geschichte. Es geht darum, dass die Hauptfigur mit ihrem Mann in eine neue Stadt zieht. Ihr Mann ist ziemlich, ja, eingespannt im Job. Sie lernt eine neue Freundin kennen, die auch sofort sagt, hey, ich helfe dir bei allem, blablablub. Dann stirbt der Vater von ihrem Mann. Und sie muss natürlich zu dieser Beerdigung gehen. Und weil sie ihren Kleinen nicht mitnehmen will, bittet sie halt ihre Freundin, auf den aufzupassen. Und im Endeffekt verschwindet die Freundin mit ihrem Sohn. So, weil die nämlich total bescheuert ist, die Alte. Und es ist echt ganz cool geschrieben. Das ist so der Auftakt von einer Reihe, glaube ich. Ich habe aber nur den gelesen. So, bitte einmal krass ausrasten, wie geil bitte dieses Buch aussieht hier mit diesem Buchschnitt. Mega. Grund Nummer 1 ist zu kaufen. Nein, Spaß. Ich fand auch die Geschichte ganz cool, aber ich muss sagen, ich bin durch dieses Cover auch darauf aufmerksam geworden. Es geht um einen Serienmörder, der ziemlich gut ist in dem, was er tut, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und der mit seinen Opfern ein Spiel spielt und jeder kriegt quasi eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Hört sich jetzt schon wieder komplett bescheuert an, aber ist halt so. Aber dieser Serienkiller verliert natürlich nie. Ist ganz cool geschrieben, es war aber trotzdem nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt die anderen Bücher von ihm auch noch sofort kaufen. Werde ich vielleicht irgendwann tun, bis jetzt habe ich es noch nicht getan. In Risk von Scott Frost geht es um einen Killer, wie sollte es anders sein, der ziemlich brutal vorgeht und im Endeffekt wird dann die Tochter der Ermittlerin entführt. Auch hier erkennt man wieder diesen roten Faden in diesen ganzen Geschichten. Ist eine Ewigkeit her, dass ich es gelesen habe. Ich glaube 2008 oder so. Das ist einfach mal fast 9 Jahre her. Das ist 9 Jahre her, um Gottes Willen. War ganz spannend geschrieben, aber jetzt auch nicht herausragend. Und dann habe ich hier drei so eine... Also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das war schon wieder auch nur so ein... Ja, weiß ich auch nicht, so ein Kauf. Verzweiflungskauf oder so. Einmal hier Die Straße der grausamen Träume. Dann Das Schloss der toten Seelen und Das Blutgericht der Medusa. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es darin geht. Das sind so eine kleine Hefte. Ja, dazu sage ich mal einfach nichts, ne? Waren Mängelexemplare. Waren billig. Total bescheuert. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Bestimmt, wa? Ich habe die aber auch gelesen. Ich glaube, die waren gar nicht mal so krass schlecht. Aber gut, waren sie jetzt auch nicht, ne?